Hallöchen und schön, dass du wieder am Start bist. Es geht weiter in der Karriere mit Manchester United im Fußballmanager 23. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, lass mir gerne ein Abo da, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Genau, wir stehen vor dem ersten Spieltag der Premier League. Und ja, wir sind schon sehr gespannt und freuen uns natürlich auf diesen Saisonstart. Der erste Spieltag steht vor der Tür. Wir spielen zu Hause im ersten Spiel und wollen natürlich auch direkt 3 Punkte einfahren, hoffentlich. Ja, wir sind eigentlich soweit ganz gut drauf. Das System hat ganz gut funktioniert. Hat noch nicht ganz so krass überzeugt, sage ich mal. Aber die Mannschaft muss sich auch erstmal ein bisschen finden, ne? Von daher denke ich, sollte das kein Problem sein. Wir starten jetzt hier einfach rein und dann werden wir sehen, wie unser Saisonstart hier verläuft. So, wir gucken noch mal ganz kurz natürlich auf die Mannschaft drauf. Die Fitness ist auch noch nicht so richtig bei 100%. Deswegen müssen wir hier gucken. Bruno Fernandes würde ich natürlich liebend gerne von Anfang an spielen lassen. Einfach ein wichtiger Spieler da im Mittelfeld. Auch mit einer der stärksten. Curtis Jones wird auf jeden Fall von Anfang an spielen. Den Engländer, den wir von Liverpool geholt haben. 21 Jahre alt, soll sich bei uns auf jeden Fall gut entwickeln. Dann haben wir Luke Shaw, den lassen wir erstmal draußen, weil die Fitness im roten bzw. orangen Bereich ist. Da wird Malacia, na, der hat auch eine 79, ne? Aber den lassen wir von Anfang an spielen. Ansonsten, alles andere ist ja so im 80er Bereich. Elanga wird auf jeden Fall nicht von Anfang an spielen. Da haben wir Rashford, Sancho. Ich würde schon Sancho da bevorzugen auf links. Oder lassen wir beide von Anfang an spielen? Rashford links, Sancho rechts. Wäre auch eine Möglichkeit. Obwohl ja Anthony eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Deswegen möchte ich ihm auch wirklich eigentlich die Chance geben, von Anfang an hier beim Saisonstart dabei zu sein. Ronaldo wird erstmal nicht beginnen. Wir beginnen nämlich mit unserem neuen Stürmer André Silva da vorne im Sturm. Ronaldo geht auf die Bank, auch wenn er unser Kapitän ist, ich weiß. Aber er wird vorerst auf der Bank Platz nehmen müssen. Rashford ist dann in diesem Spiel unser Kapitän. Und ansonsten, Eriksen haben wir hier noch. Ja, der kann auch zentral. Aber da würde ich schon gerne Jones spielen lassen, wirklich. Neves auf der defensiven Mittelfeldposition. Da haben wir auch noch Casemiro. Aber Neves einfach gerade fitter, ne? Deswegen werden wir das so lassen. Wir nehmen noch einen Innenverteidiger mit, nämlich Lindelöf. Shaw raus. Dalot wird auf rechts beginnen. Und dann haben wir's. Checken wir noch mal kurz unsere Mails, da ist nichts weiter dabei. Genau, da es in der Vergangenheit immer ein bisschen lange gedauert hat, bis wir eine Saison durchgespielt haben, weil wir auch viele Spiele im 3D-Modus gemacht haben, werden wir das in dieser Karriere anders machen. Wir werden wirklich nur Finalspiele im 3D-Modus spielen, weil die einfach am interessantesten sind. Ja, so Finalspiele, die kann man dann schon mal wirklich im 3D-Modus machen. Alles andere werden wir abwechselnd, denke ich mal, überwiegend im Videotextmodus machen oder in der Sofortberechnung, weil so kommen wir einfach auch schneller voran, ja. Ich möchte nicht wieder, dass sich das so ewig hinzieht, ne? Dass man einfach ein halbes Jahr braucht, um eine Saison durchzuspielen, ne? Genau. So viel dazu nochmal. Und jetzt gehen wir rein in dieses Spiel zu Hause am ersten Spieltag in der Premier League. Auf geht's. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball und bringt die 3 Punkte nach Hause. Jetzt steht es 1-0 durch ein Eigentor von Dank. Ja, wir danken auch, ne, für dieses Eigentor. Ja, also die Notenverteilung sieht jetzt nicht so schlecht aus. Neves macht ein sehr gutes Spiel bisher im defensiven Mittelfeld. Auch Martinez in der Innenverteidigung 1,5. Vorne sieht es auch ganz ordentlich aus. Auf den Flügeln könnte ein bisschen mehr passieren, aber vielleicht sehen wir das ja jetzt noch in der zweiten Hälfte. Wir motivieren einfach die Außenspieler hier mal und auch mal Fernandes und Curtis Jones. Genau, also wechseln wollen wir jetzt eigentlich noch nicht.
gehen erstmal in die zweite Hälfte rein. Und jetzt nach 60 Minuten kann man sagen, okay, wir probieren es jetzt mal und bringen jetzt mal Rashford für Anthony und Sancho geht auf rechts. McTominay können wir mal bringen für Curtis Jones und vorne würde ich jetzt gerne mal Ronaldo bringen, weil der einfach auch die entscheidenden Tore schießen kann. Mal schauen. Und jetzt haben wir eine Verletzung. Lisandro Martinez hat sich in der 78. Minute verletzt. Gott sei Dank können wir noch wechseln. Lindelöf rein. Gut, es bleibt bei diesem 1-0. Sprich, wir haben dieses Spiel durch ein Eigentor gewonnen. Dennoch haben wir eine gute Leistung gezeigt, also wie es die Notenverteilung hier zeigt. Die Verteidigung sehr gut verteidigt, sehr gut gespielt. Ja, überwiegend Note 1,5 und 2. Und vorne, ja, vorne ging halt nicht ganz so viel, ne? Aber trotzdem ist das in Ordnung. Wenn wir dieses Eigentor nicht bekommen hätten, hätten wir wahrscheinlich 0-0 gespielt. Ist natürlich gegen Brighton ein bisschen wenig auf jeden Fall, ne? Ich hoffe aber, dass ich das in den nächsten Partien dann noch steigern wird, auf jeden Fall. Ich meine, das war der erste Spieltag mit einem anderen System, neuer Trainer etc. Von daher denke ich, geht das erstmal in Ordnung. Einen neuen Jugendspieler entdeckt, Sean King, Mittelfeldspieler, gucken wir mal. Ja, 7 von 10 Sterne Talent, gute Werte schon im Defensivbereich auf jeden Fall. Defensiver Mittelfeldspieler, das ist gut, den übernehmen wir auf jeden Fall. Die Reserve spielt unentschieden, ja. Bester Spieler war Dubravka. Nächster Spieltag steht an und zwar gegen Brentford. Auswärts, die stehen aktuell auf Platz 9. Mal schauen, wie die im ersten Spiel gespielt haben. Gehen wir mal direkt hier auf die Tabelle und schauen uns das Ganze mal an. Wo stehen sie? Wo stehen sie? Platz 9, Brentford, da. Ein Punkt geholt im ersten Spiel, also unentschieden gespielt. Okay. Schauen wir mal kurz, wie sie gegen uns auflaufen möchten. Gleiches System, wie wir auch spielen, ne? Einzelspieler haben wir natürlich bessere. Und jetzt würde ich gerne Ronaldo mal von Anfang an spielen lassen, auf jeden Fall. Rashford kommt rein für Anthony. Sancho geht dann auf rechts. Und sonst Pellegrini für Jones. Auswärts, genau, da werden wir jetzt nochmal mit dem System spielen und im nächsten Heimspiel gegen Liverpool werden wir dann das System einmal umstellen, weil wir wollten ja Heimsystem und Auswärtssystem das einfach mal austesten, wie das im Laufe der Saison funktioniert, ne? So, dann wollen wir mal reingehen in den zweiten Spieltag gegen Brentford. Ein Sieg ist heute möglich. Wie beurteilen Sie die Lage nach dem Sieg zum Saisonstart? Nach diesem Auftakt ist ein Sieg gegen Brentford natürlich Pflicht. Ja, da sollten auf jeden Fall 3 Punkte drin sein, ne? Halbe Stunde ohne Tore. Wie auch im ersten Spiel. Und jetzt verletzt sich auch noch Ronaldo. Also er macht sein erstes Spiel und verletzt sich direkt. Das ist noch nicht berauschend, ne? Das ist noch nicht das, was ich eigentlich von der Mannschaft hier erwarte. Noch 10 Minuten zu spielen. Und es bleibt beim 0-0. Oh, das ist aber wirklich sehr, sehr grenzwertig. Aber Brentford hat hinten gut gestanden, ne? Vorne nichts gerissen bekommen, aber hinten extrem gut gestanden. Martinez mit einer Note 1. Ja, auch hier im zweiten Spiel ganz gut gespielt, von der Notenverteilung her. Aber die Tore fehlen. Platz 8, 4 Punkte auf dem Konto. Und gegen Liverpool wird es ja noch schwieriger, ne? Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal mit dem anderen System spielen. Mit der hängenden Spitze, also mit 2 Stürmern quasi. Einfach mal ein bisschen offensiver agieren. Mal gucken, ob das mehr Erfolg bringt. So, die Kaderanalyse ist beendet. Kandidaten für eine Vertragsverlängerung. Rashford, Dalot, Martial und De Gea. Na gut, De Gea, der wird uns ja am Saisonende dann verlassen, aber die anderen drei, da werden wir auf jeden Fall schauen, wie die sich bei uns machen und dann gegebenenfalls auch verlängern. Spieler mit großem Potenzial in Langa, ja, und Maino. Spieler ohne Perspektive im Verein, Casemiro, Neves, McTominay. Gut, das ist jetzt für das System, ne? Also wenn wir das andere System dann nehmen, sind die auf jeden Fall nicht mehr ohne Perspektive im Verein.
Deswegen ist das schon in Ordnung. Ja, also wir müssten definitiv, zeigt er mir hier auch an, in der Verteidigung sind wir schon schwach besetzt, ne? Vor allen Dingen auf den Außen. Da haben wir jetzt nicht die krassen Spieler, ne? Innenverteidigung ist okay, aber da geht eigentlich auch noch ein bisschen was, ne? Ja, mal schauen, ob wir da im Winter nochmal tätig werden. Kommt drauf an, wie der Saisonverlauf ist, ne? Würde ich jetzt sagen. Gut, dann wissen wir da erstmal Bescheid. Ronaldo hat sich verletzt. Wie lange fällt er aus? Bis 20.08. Okay, es ist nicht, sind nur ein paar Tage. Genau, so, wir stellen jetzt schon mal um auf unser Heimsystem quasi. Genau, Nkunku als hängende Spitze, Silva vorne. Und dann haben wir hier die zentrale Figur. Da würde ich schon gerne Fernandes auf jeden Fall von Anfang an erstmal spielen lassen. Obwohl Pellegrini kann die auch perfekt spielen, ne? Ja, aber das ist schon okay so. Oder wir machen das so. Pellegrini auf zentral, Fernandes auf OM. Da ist er ein bisschen stärker. Links. Oh, Sancho, die Frische lässt auch zu wünschen übrig hier, ne? Rashford, 87. Wird von Anfang an beginnen. Anthony geht auf rechts. Martinez raus. Ja, jetzt müssen wir wirklich auch die Frische im Auge behalten. Bissaka mal rein für Dalot. Ja, Freunde, wir wollen nochmal ganz kurz in die Jugendabteilung schauen, denn ich habe gesehen, hier sind schon wieder einige neue Talente dazugekommen. Und da das Ganze ja hier auch ein kleines Community-Projekt ist, müssen wir natürlich wieder ein paar Manager-Kollegen hier mit einfügen. Aus der Facebook-Community-Gruppe. Falls ihr dort noch nie reingeschaut habt, kommt gerne mal vorbei. Ich habe den Link von der Gruppe in meiner Videobeschreibung verlinkt. Kommt gerne mal rum. Über 11.000 Mitglieder. Dort könnt ihr eure Stories posten, ihr könnt Fragen stellen, es wird euch da geholfen. Und ja, auf jeden Fall eine sehr stabile Gruppe, die wir uns da in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben. Ich unter anderem bin auch einer der Admins dort, also kommt gerne vorbei. Genau, so, dann wollen wir doch mal schauen. Wir haben hier einen Torhüter, einen zentralen Mittelfeldspieler und eine hängende Spitze. Da schauen wir doch jetzt mal nach, wer für diese Positionen in Frage kommt. Da haben wir doch schon einen Torhüter. Spielername ändern. Dann wieder unser Sternchen, dass wir auch wissen, dass der aus der Community ist. Zack. Perfekt. Zentrales Mittelfeld. Da haben wir den Torben Bassfeld. Hängende Spitze. Als hängende Spitze haben wir Haider Sayed. So langsam wird's, ne? Haben wir hier in der A-Jugend jetzt auch drei Spieler aus der Community vertreten. Das ist schön. Natürlich sollen die dann auch spielen. Deswegen werden wir die Position nochmal einstellen, beziehungsweise muss aufgestellt werden. Auch bei Torben. Im zentralen Mittelfeld und Haider als hängende Spitze bzw. Stürmer. Ja, beides eine 40, hängende Spitze und Sturm. Wählen wir erstmal Stürmer aus. So, gucken, was die B-Jugend sagt. Oh ja, da sind auch wieder ein paar neue dabei. Wenn wir direkt mal schauen. Vier an der Zahl. Und zwar ein Innenverteidiger. Da haben wir Ives, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Molinari. Dann haben wir hier noch einen Torhüter. Rüdiger Diegelhöth. Machen wir Künstlername Diegel. Ach so, dann zeigt er das da an. Okay, nee, das wollten wir eigentlich nicht. Dann machen wir das als Spitznamen. Kommen wir zum Linksverteidiger. Sascha Mathieu. Und einen Defensiven haben wir hier noch. Frank Henschel. Also in der B-Jugend geht das schon sehr klar hier, ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler jetzt aus der Community mit dabei. Supi, haben wir die Position auch eingestellt soweit. Aber das wird doch langsam. Das sieht schon sehr nice aus hier. Auch wenn ein Torhüter noch auf der Stürmerposition spielt. Aber es geht in die richtige Richtung. Sehr schön. Dann machen wir weiter und wir stehen ja natürlich jetzt auch vor dem dritten Spieltag gegen Liverpool, wo ich natürlich jetzt auch gespannt bin, wie wir dort oder wie wir zu Hause gegen Liverpool spielen werden, nachdem wir die letzten oder in den ersten Spielen jetzt nicht so gut gespielt haben. Neuer Jugendspieler entdeckt. Oh ja, linkes Mittelfeld oder links außen. Da haben wir gleich wieder einen, den wir umbenennen können. Genau, also gegen Liverpool müssen wir auf jeden Fall eine Reaktion zeigen, auch wenn das nicht einfach wird. Dritter Spieltag gegen Liverpool zu Hause. Nordwestderby, das erste Mal jetzt in der Liga in diesem System. Und bevor wir in dieses Spiel reingehen, würde ich gern, falls er schon da ist, den Jugendspieler hier noch umbenennen. Sergej Kreh, der jetzt auch aus der Community mit am Start ist. Stellen wir noch die Position eben ein, links außen. Sauber, dann würde ich jetzt nochmal einmal mit den Spielern sprechen, bevor wir in das Spiel reingehen. Und dann hoffen wir, dass wir Liverpool da alles abverlangen werden. Ne? Die Mannschaft steht soweit, Mannschaftsaufstellung. Anthony Rashford auf links, Silva vorne mit Nkunku. Ronaldo ist aber auch wieder fit, ne? Ist unser Kapitän, deswegen würde ich ihn schon auch gerne von Anfang an jetzt bringen mit Nkunku da vorne. Die sind ja beide sehr flexibel eigentlich, ne? Martinez würde ich nochmal draußen lassen. Eriksen nehmen wir mal mit. McTominay nehmen wir raus. Gut, mehr wollen wir nicht ändern. Im Heimspiel gegen Liverpool. Da muss was gehen. 0:0 zur Halbzeitpause. Sind wir ja schon gewohnt irgendwie, ne? Mensch, können wir keine Tore schießen hier oder was ist los? Jetzt aber in der zweiten Halbzeit muss hier... Oh, jetzt geht Liverpool in Führung durch Thiago. Gar nicht gut. 2:0 Henderson. Oh Mann, damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. 2:1 jetzt noch durch André Silva. Es ist einfach noch nicht das, was wir uns erwarten oder was wir uns erwartet haben. Es ist einfach noch nicht das, was wir wollen. Ne? Platz 12 jetzt mit mickrigen 4 Punkten, das ist einfach auch zu wenig. Wir hätten die ersten Spiele, die ersten beiden Spiele hätten wir einfach auch gewinnen müssen. Das erste haben wir ja gewonnen, aber das war ja auch durch ein mickriges Eigentor, sage ich mal. Also wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig ein Tor erzielt. Jetzt in der letzten Minute hier durch André Silva noch einen Anschlusstreffer gemacht, aber das ist dann im Endeffekt halt auch nicht relevant so, ne? Leider. Also wir müssen uns eigentlich in allen Belangen steigern. Ich hoffe, das wird noch kommen. Aber ich bin mir sicher, unsere Zeit wird noch schlagen. Jetzt die Auslosung der Europa League Gruppenphase. Machen wir einen Schnelldurchlauf. Wir sind im Lostopf 1 gewesen, glaube ich. Wir sind jetzt in der Gruppe H zusammen mit dem FC Kopenhagen, Sturm Graz und den FC Zürich. Haben wir, glaube ich, eine recht gute Gruppe erwischt. Das sieht gut aus. Vierter Spieltag in der Premier League gegen Southampton auswärts. Da werden wir das System jetzt wieder umstellen. Vielleicht klappt ja das System jetzt auswärts dann auch besser. Wir haben jetzt ein Spiel gemacht. Okay, wir haben gegen Liverpool mit diesem offensiven System gespielt. Aber wir haben halt auch die Spieler dafür. Normalerweise müsste das ja laufen, ne? Neves, Jones, Pellegrini... Sancho, Anthony, genau so gehen wir rein gegen Southampton am vierten Spieltag. Hoffen jetzt natürlich auch, dass wir mal einen Dreier einfahren können. Ne? Halbe Stunde gespielt, auch hier passiert irgendwie nichts. Jetzt endlich mal das 1:0 durch Sancho. Gehen wir endlich mal in Führung hier. Da wurde auch mal Zeit, ne? Hier zählt nur noch der Sieg. So, wir bringen mal einen Nkunku vorne für Silva. Bruno Fernandes für Jones. Und Eriksen für Pellegrini.
10 Minuten. Bleibt es beim 1-0? Ja. Gut, wir nehmen die drei Punkte hier mit. Natürlich, 1-0 ist sehr mickrig auch. Aber Hauptsache erstmal drei Punkte, ne? Müssen wir ja jetzt mit zufrieden sein. Dennoch war jetzt keine große Steigerung da, ehrlich gesagt. Aber die drei Punkte waren wichtig. Gut, dann checken wir nochmal die Mails kurz ab. Ist nichts Interessantes dabei. Fernandes schlichtet Streit zwischen Bellingham und Maino. Das ist gut. Ja, Leute, dann haben wir es erstmal für die Folge, würde ich sagen. 4 Spieltage gespielt. Die Gruppenphase, Auslosung der Europa League wurde bekannt gegeben. Wir haben noch einen Spaßspieler in der Jugend umbenannt. In die Community Manager, sagen wir mal so. Ja. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Ja. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid. Bis dahin, Leute, macht's gut.